Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Ja, wir haben uns gerade in die Bahnhofshalle geschlichen. Ganz frisch und ganz unverbindlich. Und wollen jetzt mal gucken, was wir hier in Sachen Mission bzw. in Sachen Zugsprengung reißen können. Ich weiß noch niemals, ob ich hier überhaupt sein darf. Sie werden mir nicht als rot angezeigt. Wer weiß, was passiert, wenn ich denen wieder mal zu nahe komme. Überall, ey, wir sind in Vegas. Überall sind diese Casino-Automaten. Guck mal ganz kurz in meine lokale Karte. Daten. Local Card. Vorne muss ich hin. Werde ich auch gleich sehen, ob mich die Jungs erkennen oder nicht. Aber hier scheint. Ach, gut. Ach, ich verstehe. Aha. Also das hier scheint als die Baracke Kaserne zu dienen. Nicht Baracke, ja, Baracke Kaserne. Wie auch immer. Nee, wenn ich im. Ja. Und ja, jetzt war ich gerade in Gedanken. Das hier scheint als Kaserne zu dienen, beziehungsweise als Baracke, was auch immer. Und dort finde ich halt diese Truhe. Und ich muss jetzt quasi da reinsetzen einen Stromleiter, war das nicht so? Hilfsmittel, sonstiges war das, ne? Ja, genau. Eine Kernspaltungsbatterie. Eine, nicht 11. Immer gleich übertreiben muss hier. Gär. Was war denn das noch? Elektrostromleiter. Abraxo-Sputz-Sputz-Sputzmittel. Abraxo-Sputz-Abraxo-Putzmittel. Meine gern. Jetzt ist mir doch glatt der vierte entfallen. Ach, Wunderkleber, genau. Was alles? Ich glaube, da fehlte noch was. Sonst hätte ich ja schon mal einen Abschluss gehabt. Wunderkleber habe ich drin. Stromleiter habe ich. Kernspaltungsbatterie. Ach, die Pläne, genau. Die Pläne. P, 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 P. Pum, 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 pum. Reparatur, ruhige Hand. Wo sind die scheiß Pläne? Wo sind diese Pläne? Komme ich nicht auf die Pläne, ey. Munition, sonstiges. Ah, Einschienenbein-Sabotagepläne. Alles klar. Genau, abgeschlossen. Super. Ich möchte mich hier mal ein bisschen umgucken. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Wo komme ich denn hier oben hin? Guten Tag. Terminalgebäude. Okay. Wahrscheinlich werde ich jetzt abgeschossen, wenn ich da durchgehe. Nein. Cool. Werde ich halt nicht. Jetzt muss ich allerdings doch wieder dahin. Hat da irgendwas von einem Wachwechsel gefaselt, ne? Nicht irgendwas von einem Wachwechsel gefaselt? 12 Uhr oder irgendwie so ein Scheiß? 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. Warte mal. Wusste ich doch, da war was. Jetzt kann ich da gemütlich reinspazieren und muss ich wieder ins Stealth-Boy verballern. Schön.
Dachte mal, das wäre da hinten gewesen. Jetzt muss ich nur einen Punkt finden. Lüftung. Lüftung, Lüftung, Lüftung. Was ist hier eine Lüftung? Das hier ist eine Lüftung oder was? Oder das hier? Ich weiß ja nicht, wie eine Lüftung aussieht, Leute. Ich bin doch kein Bahntechniker. Und wenn ich es wäre. Ah, Lüftung. Guck mal. Die Bahn fährt gleich ab. Bitte bleiben Sie von den Türen zurück und achten Sie auf. Tschüss. Da fährt die einfach weg. Bam! Huch! Hoppala! Da ist was in die Luft geflogen. Hallo, Leute! Ich war gar nicht hier. Leute, da ist was in die Luft geflogen. Hallo! Hey! Huh! Hallo? Hallo? So, wo ist denn dieser Chewbacca? Ah, da vorne. Alter, du schießt jetzt nicht auf mich, ne? Ganz schön. Kann ich Ihnen so, Herr Chu, da war was. Ja, was ist? Ich weiß, wer die Einschienenbahn in die Luft gesprengt hat. Wie unbeeindruckt die alle sind, ne? Ja, was gibt's? War in Luft? Ach, egal. Was? Wer? Ich bin gleich wieder, dass ich prüfen muss, angreifen. Ich habe es gemacht, kurz bevor ich den Colonel umbrachte. Private Crenshaw ist jetzt, er ist tot. Crenshaw, habe ihn mal getroffen, bei einem Disziplinarverfahren. Trotzdem schwer zu glauben, er war so ein aufgeweckter Bursche. Ja, es sind immer die seltsamen Leute, die es tun, von denen man es am wenigsten erwartet. Er hat mir alles gestanden, bevor er starb. Er benutzte das Wort Frumentarius. Wenn wir das nur schon früher gewusst hätten, bevor er die Einschienenbahn erreichte. Trotz allem, diese Ermittlungen waren für uns äußerst wertvoll und sie verdienen es, dafür entschädigt zu werden. Die RNK weiß ihre Arbeit zu schätzen. Gibt es sonst noch etwas? Ja, können Sie mir mal erklären, warum du so scheißen emotionslos bei der ganzen Nummer bist? Da ist gerade ein ganzer Zug in die Luft geflogen. Wiedersehen. Ah ja. However. Manche Leute kann man halt nicht zu Gefühlen zwingen, ne? Das geht halt nicht. So. Hier habe ich doch gerade. Hab ich doch. Ich hab dir doch gerade gesagt, dass das diese Cashew war. Ja, was ist? Oder... Was? Crenshaw. Hab ihn mal getroffen. Ach so. Er hatte Sprengstoff und Einsatzpläne mit Caesar-Emblem. Das habe ich befürchtet. Caesars Einflussbereich ist größer, als wir alle dachten. Wenn wir das nur schon früher gewusst hätten. Bevor er die Einschienenbahn erreichte. Kollege, du wiederholst dich. Trotz allem, diese Ermittlungen waren für uns... Die RNK weiß ihre... Das hatten wir doch alle schon. Ich weiß, wie die Einschienenbahn... ist tot. Klick. Das... Angesichts der dubiosen Umstände, unter denen das Geständnis zustande kam, kann die RNK sie nicht belohnen. Normalerweise müsste ich sie dafür einbuchten. Aber nach allem, was passiert ist, können wir es uns nicht leisten, Ressourcen zu verschwenden. Mhm. Ich denke, ihre Freiheit ist Lohn genug für... was immer sie auch getan haben. Finden Sie nicht auch? Jetzt auf einmal ein bisschen schlecht drauf, oder was? Ich weiß, wer die Einzelnen waren, bla bla bla. Crenshaw. Das macht Crenshaw nicht verdächtiger als irgendjemand anderen. Das ist nicht die Lösung, nach der ich gesucht habe, als ich sie mit der Angelegenheit betraute.
Angesichts der dubiosen Umstände, unter denen das Geständnis zustande kam, kann die Erkannt ist sie nicht belohnt, bla bla bla. Gut, ich habe aber schon vor die Belohnung gekriegt. Finde ich gut. Jetzt habe ich den belastet und jetzt müsste die Aufgabe erledigt sein. Jawohl. Und ich kann zu dem nächsten Bubi rübergehen und meinen bösen Plan vervollständigen. Hallo, wo bist du? My friend. So, du bist ja der eigentliche Spion. Und? Dann sagst du dir mal, dass alles funktioniert hat, ne? Er hat Schuh hat's geschluckt. Sie sollten aus dem Schneider sein. Perfekt. Es ist besser gelaufen, als ich je gehofft hätte. Ja, super. Das wird sich für die Legion noch lange auszahlen. Ich war bei Schuh, als die Bombe hochging. Er wird mich nie im Leben verdächtigen. Ich sorge dafür, dass Caesar persönlich von unserem heutigen Erfolg erfährt. Nehmen Sie das als Geschenk der RNK. Die werden das nicht vermissen. Was gibt es denn? Einen positiven Ruf bei Caesars Legion? Was hast du mir jetzt gegeben? Bis später. Punkte. Punkte sind immer gut. Sprache ist auch immer gut. Wissenschaft, na komm. Was nehme ich sonst noch so? Medizin ein bisschen, das tut auch nicht weh. Weiter. So, ach, wir können uns wieder... Hallo, was ist mit meiner Maus los? So. Was haben wir denn? Immer draufhalten. Gegner, Friendly Fire oder sowas. Ja, Friendly Fire Mod oder sowas. Töten, wiederhergestellt, sobald sie das VRTS entlassen. Nein. Für jedes zusätzliche Schaden an ihrem verkrüppelten Gegner. Spezial. Nö. Händchen für Waffen. Nö. 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 Adamantium-Skelett. Wachsamkeit. Stoffwechsel. Robotikexperte. Fee. Nerdwut. Werde ich zum Hulk oder was? Nachtmensch. Finesse. Schnorrer. Nein, schnellziehen. Da wäre noch was. Schatzrevolverman. Präzision bei Revolvern erhöht sich. Okay. Eigenbauer, blutiger Tod. Schnelles Nachladen, Langzeitgedächtnis. Oh, schwierig. Freund der Nacht. Eingefleischter Junggeselle, Schrottmunition. Leichte Rüstung. Hört sich doch eigentlich ganz gut an. Nehmen wir mal leichte Rüstung. Ich trage ja eh leichte Rüstung, dann passt das ja. So, das hätten wir geschafft, Leute. Sehr schön, sehr schön. Dann geht's in die nächste Mission. Das ist DLC. DLC, das ist verbuggt. Wildcard, will ich das schon machen? Nee, Mr. Haus töten. Ein Sexbot rekrutieren. Soll ich das mal tun? Bin mir gar nicht sicher, ob ich das tun soll. Komme ich da überhaupt noch dran an den Sexbot? Ich könnte auch Rex. Ich weiß gar nicht, ob ich noch an den Sexbot rankomme. War schon wieder zu lange her. Ich versuch's einfach mal. Schaden kann's ja auch nicht. So, liebe Freunde. Hier irgendwo ist doch auch da hinten.
Das sehe ich von hier aus gar nicht. Da ganz hinten muss irgendwo das Ding runtergekommen sein. Das sieht man von hier aus nicht, ist zu weit weg. So. Okay, ja, wann mache ich denn hier schon wieder? Daten, Karte, Daten. Nein, Weltkarte. Ich muss quasi Nordpol des Trips. Da muss ich da, glaube ich, einmal rumwandeln, um da hinzukommen. Ach ja. So sieht die Zisterne, wo ist die denn? Die habe ich ja noch nie gesehen. Mal gucken, ob ich mir die auch noch irgendwie einverleiben kann. Als Erforschungspunkt quasi. Eine Suizidzisterne. Ach, weißt du was? Ich nehme mal da einfach die Abkürzung an dem Atomic Wrangler vorbei. Ich glaube, das ist keine so schlechte Idee. Muss ich hier rum? Atomic Wrangler. Silver Rush. Das war ja auch eine Nummer. Dass ich ja zusammen mit einer guten Freundin von mir gestürmt habe, weil die ihre Karawanen auf dem Gewissen haben und es sogar der Bruderschaft anhängen wollten. War ja ein ganz starkes Stück. Ich habe auch schon lange keine Hauptquest mehr gemacht, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie... Das mega Interesse, weil ich einfach Angst habe, ich verpasse irgendwas. Wenn ich jetzt schon die Hauptquest weitermache, während ich noch jede Menge Nebenquests habe. Das ist die Suizidzist, die steht direkt davor. Ich glaube, die ist hier hinter, ne? Hinter der Mauer. Ja, ich glaube auch, die wird sich hinter der Mauer befinden. Sehen kann ich die auch nicht, ne. Alles zu verbarrikadiert. Macht nix. Macht überhaupt nichts. Wo ist denn der Eingang gewesen? Da. Genau, hier rein war das. Und dann durch links durch die Tür. Genau hier. So, super. Ob jetzt wieder Ratten? Ich glaube, das ist schon das dritte Mal, dass ich versuche, diesen scheiß Textbot zu holen. Laden, laden. Hat es eine rote zerrissen? Den hat sich zerrissen, ich glaub's nicht. So. Ja, das ist deaktiviert, genau. Das war ja mein Problem. Wie komme ich jetzt an den Sexbot ran? Habe ich nochmal mit Mix and Rives rede? Ich glaube, die haben auch nichts mehr zu sagen, ne? Ach, das ist doch bitter. Das ist doch bitter. Da muss ich mich doch erstmal um was anderes kümmern. Ich laufe schon wieder sinnlos hier im Ödland hin und her. Ich glaube, ich kriege... Was war denn da gerade? Da ist doch gerade irgendwas. Achso, Schreibtisch öffnen. Oh, Korken, dankeschön. Ich laufe schon wieder sinnlos im Ödland hin und her. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht mehr. Naja, müssen wir uns erstmal irgendwie um was anderes kümmern. Ja, sollen wir uns mal um die Rex-Geschichte kümmern? Oder sollen wir echt mal... Das geht auch nicht mehr, das ist verbuggt. Dass die Rumser helfen werden, da traue ich mich nicht. Die Nebenwetten könnte ich noch machen. Caesars Gunst könnte ich noch mal machen. Wo ist denn Jakobstown? Ist das weit weg? Mal ganz kurz gucken.
Ach du Scheibenkleister. Okay, gut. Das überlegen wir uns aber, glaube ich, in der nächsten Folge. Denn die Zeit ist auch schon wieder rum. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und ich hoffe, es nervt euch nicht allzu sehr, dass ich wieder sinnlos unterwegs bin. Ja, Waffe wegstecken, ich werde nicht auf euch schießen, denn ich will mich verabschieden und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!